Hallo ihr Lieben, das ist jetzt die Session ohne PowerPoint. Ihr könnt euch zurücklehnen, könnt zuhören, wie ihr es hoffentlich bei den Podcasts ja auch tut. Ich dachte, dann kann ich euch das zutrauen. Und mit dem wunderbaren Geruch, der da schon langsam durch die Tür reinkommt, zumindest hinten hat man es gemerkt, euch auf die Mittagspause freuen. Ich mache heute nicht Slow German, ich mache Fast German. Vielleicht schaffen wir es dann auch pünktlich bis Viertel nach. Mal sehen, ich sehe da die Uhr. Gut, was ich euch sagen möchte heute, ist eigentlich eher sowas wie eine Selbsthilfegruppe. Ich mache seit 12 Jahren Podcasts und ich bin sehr oft auf die Nase gefallen. Und ich dachte mir, ich könnte euch mal davon erzählen, mit was ich auf die Nase gefallen bin, damit ihr mit was anderem auf die Nase fallt und nicht mit genau eben diesen gleichen Dingen. Und zwar geht es natürlich um das Geldverdienen. Ich habe 2005 angefangen mit Schlaflos in München und habe damals immer mal wieder, da habe ich ja einfach so drauf losgequatscht, irgendwelche von Büchern, von Filmen geredet, von irgendwelchen Produkten, weil ich ja jeden Tag irgendwas zu erzählen hatte oder zumindest geglaubt habe, was zu erzählen zu haben. Und wenn ich das getan habe, habe ich dann irgendwelche Amazon-Affiliate-Links eingesetzt auf meinem Blog. Das war so der erste Anfang in Richtung, man könnte auch mal gucken, ob da auch was dabei rumkommt und nicht die ganze Zeit das ganze Geld für neue Mikros drauf geht. Und das hat ganz gut funktioniert, zumal weil es eben so was ganz Persönliches war. Also die Leute, die mich gehört haben, haben eine relativ enge Bindung aufgebaut. Wir haben sehr viel hin und her gemailt vor den Zeiten von Facebook. Finde ich auch mittlerweile irre. Aber gut, es war auf jeden Fall eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Und deswegen waren diese Empfehlungen auch was sehr Persönliches, wo ich auch wirklich dahinter stand. Und ich habe nur Dinge empfohlen, die ich auch wirklich selber gut fand. Und wenn nicht, habe ich es dazu gesagt. So, das war also der Anfang. Dann habe ich mir gedacht, machst du mal Linkverkäufe? Ist doch super, weil mein zweiter Podcast oder einer der vielen, aber auf jeden Fall ein Podcast, Slow German, den ich 2007 angefangen habe, da ging es ja eben um kurze landeskundliche Episoden Richtung Deutschlernende können was über Deutschland erfahren, über die Kultur, über die Gesellschaft. Und ich habe ganz langsam und deutlich gesprochen und habe das Skript reingestellt ins Netz. Das bedeutete aber auch, da war nichts mit Empfehlungen, mit Affiliates und so weiter. Da gab es keine Produkte zu verlinken. Und deswegen dachte ich, ich versuche mal bei einem relativ guten Suchmaschinen-Ranking, das ich mit dieser Seite habe, ein paar Links zu verkaufen. Das heißt, ganz unten auf der Seite tauchte dann so ein paar Links auf, die gar nichts damit zu tun hatten. Keine Pornoseiten, keine Spielcasino-Links, aber halt viele andere Dinge, die aber überhaupt nichts inhaltlich mit meinem Podcast zu tun hatten. Finde ich mittlerweile total blöd, mache ich nicht mehr. Das Schöne daran war, dass ich einfach nur ein kleines Widget in mein WordPress eingebaut habe und die Links haben sich dann pro Monat halt selber verändert. Und ich hatte nur vorher gesagt, was ich da nicht haben möchte. Und dann kamen irgendwelche Links dort und ich bekam jeden Monat sozusagen Geld ausgezahlt. War also sehr, sehr bequem. Aber wie gesagt, hatte mit dem Inhalt meiner Seite überhaupt nichts zu tun. Die Akzeptanz war gering, Google mag es auch nicht. Insofern habe ich das jetzt wieder gelassen. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich ausprobiert habe und die nicht funktioniert haben. Und zwar Libsyn Pro. Ich hatte von Anfang an den Hoster, also nicht von Anfang an, erst war ich bei Podhost und dann haben die mich ein bisschen freundlich rausgeschmissen und dann war ich bei Libsyn in den USA, die das Gleiche gemacht haben. Also Podcast-Hosting, das ganze Paket, schöne Statistiken, kleines Blog dazu und so weiter. Da ich eh bei denen schon seit Jahren war, und die dann plötzlich ein Pro-Modell angeboten haben, also gesagt haben, du kannst das Ganze jetzt auch ein bisschen größer aufziehen, du kriegst deine eigene App dazu, das fand ich sehr reizvoll, die haben einem dann eine App selber zur Verfügung gestellt, die programmiert, ich musste nur die Grafiken dazu liefern. Und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt das Einfachste, ich muss eigentlich nur so eine Art Vertrag unterschreiben und dann mache ich da mit. Habe dann von denen eine sehr, sehr hässliche Seite gebaut bekommen. Das heißt also, die Premium-Kunden konnten sich auf einer anderen Seite einloggen und dort dann die Premium-Inhalte bekommen. Also an sich schon eigentlich total blöd, weil sie von mir aus weggeleitet wurden auf eine andere Seite, die ich habe versucht, sie aussehen zu lassen wie meine, das tat sie aber leider nie. Und was das dann zur Folge hatte, ist, dass ich pro Monat brav Geld bekam, und zwar um die $600 waren es damals.
ohne jegliche Transparenz. Ich wusste nicht, wie viele Leute haben es abonniert. Ich habe keine Statistiken bekommen. Ich hatte keine Möglichkeit, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, denen mal eine Mail zu schreiben und auch mich zum Beispiel mal für längere Pausen zu entschuldigen, was Podcaster halt zu schreiben. Das heißt also, wirklich viele Dinge waren sehr, sehr intransparent. Dann kam die Sache dazu natürlich amerikanische Firma, Steuern und so weiter, musste man auch alles bedenken. Also es war ein bisschen schwierig. Und ich habe dann letzten Endes ich habe versucht, es nachzuvollziehen, es ist schon ein paar Jahre her, ich habe um die 50% Provision bezahlt an diesen Hoster. Habe mir dann letzten Endes gedacht, nee, dieses Gesamtpaket gefällt mir nicht, ich will das lieber selber machen und habe letzten Endes alles, was ich so habe, meine ganzen Podcast-Dateien da abgezogen, auf meinen eigenen Webspace gekloppt, weil der dann auch langsam aus allen Nähten platzte, aber das Problem kennen wahrscheinlich einige von euch. Habe versucht, auch den Feed dann natürlich umzuziehen und das wisst ihr auch, wie blöd es ist, wenn man seinen Podcast-Feed ändern muss. Das hat aber zum Glück relativ gut funktioniert, also ich habe nicht viele Hörer verloren und hatte dann also die Leute erstmal auf meiner eigenen Seite und habe es dann eben gemacht, dass ich bei Slow German das so mache, dass ich das Grundkonstrukt, also den eigentlichen Podcast, kostenlos halte. Das sind eben kurze 7-8-minütige Folgen plus ein PDF als Transkript, wo die Leute mitlesen können. Es geht ums Hörverständnis letzten Endes der deutschen Sprache, wie gesagt, langsam gesprochen. Und das Lernmaterial, das heißt also nochmal dazu Multiple-Choice-Fragen, Verständnisfragen, nochmal ein kleiner Lückentext, den man ausfüllen kann als PDF, plus die Folge, die dann normal schnell gesprochen ist, und das ist wirklich einfach nur normal schnell gesprochen, wo sich manche dann beschweren, dass es trotzdem noch zu schnell ist natürlich, die gibt's dann als Zusatzmaterial. Also das heißt, ich möchte es so halten, weil die meisten Hörer sind aus Russland, China, Amerika, da sind ganz, ganz viele sehr junge Studenten dabei und ich möchte diesen Grundservice für sie kostenlos halten und nur eben, wenn dann noch was dazukommt, wenn sie das zum Beispiel, es sind viele Lehrer, die dann das Material im Unterricht verwenden und da sage ich dann, nee, das kostet dann was, weil da sehr viel Arbeit drin steckt. Jetzt habe ich dann diese PDFs und die MP3s für 1 Euro das Stück einzeln hochgeladen bei Tradebit. Tradebit, weiß nicht, wer damit Erfahrung hat, ist eine große, auch sehr hässliche Plattform. Ich merke gerade, da ist so ein roter Faden, von denen fühle ich mich irgendwie angezogen, von diesen unglaublich hässlichen Plattformen, aber egal. Da habe ich dann gesagt, okay, ich lade jede einzelne Datei hoch und die Leute können sich dann für 1 Euro eben das Lernmaterial zu der Folge, die sie gerade brauchen, runterladen. Das hat insofern gut funktioniert, weil ich mich um wenig kümmern musste, was die Verschlüsselung anging. Das heißt, dieser Link war, glaube ich, knapp 1 Woche haltbar oder gültig, danach dann wieder nicht mehr. Und sobald die bezahlt hatten, konnten sie es runterladen und irgendwann mal war das Ding dann aber auch wieder durch. Weil ich natürlich gerade, und das meine ich jetzt nicht böse, aber gerade im Hinblick auf China vor allem gemerkt habe, dass die Dateien sehr gerne dort dann irgendwo auf anderen Plattformen auftauchen. Also ich muss immer ein bisschen gucken, dass die Lerninhalte nicht dort dann einfach verbreitet werden. So, das war aber dann letzten Endes Zusatzaufwand für mich. Das heißt, ich musste diese Dateien, die sowieso schon irgendwo für meinen Feed lagen und so weiter, einzeln hochladen, den normalen Podcast machen, diese Zusatzdateien aber zusätzlich auf einer anderen externen Plattform hochladen, die dort nochmal beschriften und so weiter. Da ist natürlich viel Copy-Paste dabei, ist aber auf jeden Fall viel Arbeit, die keinen Spaß macht und die nichts mehr mit Podcasting zu tun hat. Und ich möchte eigentlich ein System erreichen, wo ich möglichst viel Zeit auf die Inhalte verwenden kann und möglichst wenig Zeit auf diese ganzen nervigen Copy-Paste-Geschichten, die dazugehören. So, was haben die verlangt? Die haben zwischen 25% und 75% Provision verlangt. Das heißt, da waren wir wieder bei genau diesem gleichen Problem, dass ich mir gedacht habe, wofür mache ich diesen Scheiß eigentlich? Plus auch wieder, was die Buchhaltung anging und das Steuerliche, das mache ich auch ganz brav. Nur, wenn natürlich jede Buchung mit 1 Euro kommt, heißt es auch, dass ich jeden Posten für 1 Euro einzeln in meine Buchhaltung übernommen habe. Also es hat irgendwann mal wirklich Überhand genommen und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Für die User war es auch unpraktisch, das heißt, die kamen erst auf meine Seite, erst haben sie was gehört, dann wurde ihnen gesagt, du kannst auf slowgerman.com Zusatzmaterial kriegen. Da war dann der Link, der sie dann zu einer externen Plattform geführt hat, wie gesagt, in Klammern sehr hässlich, und dort konnten sie dann ihre Sachen runterladen mit einem eigenen System dort auf der Seite. War also auch nicht schön. Habe ich mir wieder gedacht, okay, ändern wir das System wieder. Also ich ändere es ungefähr alle 2 Jahre, das heißt, ihr könnt dann
davon ausgehen, dass ich in 2 Jahren doch wieder was anders mache, kam ich zu WooCommerce. Ich denke, damit arbeiten wahrscheinlich einige von euch. Das ist ja so das System, das man relativ einfach in WordPress einbinden kann. Und meine Hoffnung war, dann habe ich alles bei mir, dann kann mir keiner mehr irgendwelche Provisionen aufdrücken, keine hässlichen Seiten mehr aufdrucken. Ich mache das so, wie ich das möchte. Die Leute bleiben bei mir auf der Seite. Es sieht schön aus, es funktioniert hoffentlich. Und genau, das habe ich dann gemacht. Jetzt ist da der Haken gewesen. Ach ja, noch was Positives, erst was Positives. Das Schöne an WooCommerce fand ich, man kann ganz, ganz viele Plugins einbauen, nochmal zusätzlich, die man dazu kaufen kann. Das heißt, zum Beispiel Stichwort deutsches Recht, diesen ganzen Shop rechtssicher zu machen, dafür gibt's ein Plugin. Schön. Kostet, ich habe nachgeguckt, mal gucken, 69 Euro. Man kann extra nochmal Subscriptions oder Memberships einbauen, auch durch ein ganz einfaches Plugin, nochmal 149 Dollar. Das heißt, ihr merkt schon, es hat sich alles geleppert, also es wurde immer teurer. Mein WordPress wurde immer größer und größer, immer mehr Plugins, die Seite wurde langsamer, es hat mir alles wieder nicht gefallen. und das war dann für mich der Knackpunkt, weshalb ich während der diesjährigen Republika einen Nacht-Relaunch gemacht habe von der gesamten Seite und immer bis um 3 dann noch im Hotelzimmer am Laptop saß. Es hat vieles nicht funktioniert und da will ich jetzt nicht WooCommerce irgendwie in die Pfanne hauen. Ich habe noch einen anderen Webshop, da funktioniert alles wunderbar. Da geht's aber auch nicht um Online-Inhalte. Bei mir war es so, dass vielen Leuten, obwohl sie schon gekündigt hatten, das Abo verlängert wurde und Geld abgebucht wurde, obwohl sie eigentlich nicht mehr wollten. Und das ist natürlich dann eine Sache, dass ich dann teilweise wirklich 10, 15 Mails hatte, wo ich mich rechtfertigen musste, mich entschuldigen musste, zu Kreuze kriechen musste, viel Support-Anfragen beantworten musste. Hat mir also auch wieder nicht gefallen. So, jetzt kommen wir zum Happy End. Aber das ist Stand heute. Also wenn ihr mich nächstes Jahr fragt, kann es sein, dass ich darüber auch wieder schimpfe. Ich bin zum MemberPress gegangen. Kennt MemberPress jemand? Benutzt es jemand von euch? Nein? Gut. MemberPress ist auch wieder ein WordPress-Plugin. Das kostet, ich habe jetzt auch nochmal aktuelle Preise nachgeguckt, 119 Dollar im Jahr. Ist relativ schlank, lässt sich sehr leicht einbauen und es geht, wie der Name schon sagt, um eine Mitgliedschaft. Das heißt, ich habe jetzt auch, so wie viele andere, eine Premium-Mitgliedschaft für die Hörer, die eben Lust haben auf Lernmaterial und so weiter und für die anderen ändert sich nichts. Was ich besonders schön fand, was aber auch erstmal nicht funktioniert hat, aber jetzt funktioniert es schön, ist, dass man bestimmte Teile mit einem kleinen Code-Schnipsel ausblenden kann. Das heißt, dass derjenige, der Premium-Abonnent ist, eine andere Seite sieht, einen anderen Player sieht, andere Begrüßungstexte sieht zum Beispiel, als derjenige, der eben noch nicht Abonnent ist. Das heißt, ich kann es einfach so machen, wenn derjenige angemeldet ist, dann sieht der unter der normalen Folge, die jeder so auch sieht, noch einen extra Player, wo schon die schnellere Folge drin ist, nochmal einen Link zu dem PDF mit dem Lernmaterial. Er muss nicht auf irgendeine andere Seite surfen. Das läuft mit Cookies. Das ist natürlich das, was viele dann doch wieder beanstanden. Aber es ist dadurch eben auch sehr, sehr bequem für die Nutzer. Das heißt, wenn die angemeldet sind, wenn die erkannt werden, dann läuft das Ding ganz gut. Aber, kleiner Hinweis, der iTunes-Feed lief dann plötzlich nicht mehr. Was ja für einen Podcaster kein Problem ist, aber also ich habe irgendwie gemerkt, komisch, die Zahlen ändern sich und ich wusste nicht warum, bis dann ein netter Hörer geschrieben hat, übrigens seit Folge so und so kann ich dich nicht mehr abonnieren. Habe ich nachgeforscht und der Haken daran war, dass eben ganz, ganz am Anfang der Seite sozusagen im Code steht drin, alle MP3-Dateien, Vorsicht, Cookie setzen, mal gucken, ob du Abonnent bist. Und iTunes kennt schlichtweg keine Cookies, so habe ich es mir zumindest erklären lassen. Das heißt, iTunes konnte damit nichts mehr anfangen mit den ganzen MP3-Dateien, hat die nicht mehr reingeholt. Meine Lösung war jetzt, dass ich die ganzen MP3-Dateien, die kostenlosen, auf kinderwahnsinn.com eine momentan stillgelegte Podcast-Seite geschoben habe, also einfach auf eine andere Domain, einen anderen Webhoster. Und da sind sie jetzt sicher und können gut abgerufen werden. Aber das nur, um mal zu zeigen, im Hinterkopf, erst denkt man, das ist ein super System und dann merkt man, aha ja, okay, aber als Podcaster funktioniert es leider doch nicht. Und das aber, wenn man schon alles angeleiert hat und dann eben auf Problemsuche gehen muss. Genau, also das war das. Was man nicht unterschätzen darf, ist der Support. Also wenn man natürlich bei einem externen Hoster ist, so wie bei Libsyn damals, dann haben die sich drum gekümmert, wenn einer geschrieben hat, hey, hier funktioniert was nicht, dann war das deren Sache in erster Linie.
Das mache ich jetzt alles selber und das ist doch relativ aufwendig. Also so diese typischen Sachen, ich komme nicht mehr rein, mein Passwort funktioniert nicht mehr und so weiter. Das kommt immer mal wieder vor. Ich hoffe, dass es demnächst mal weniger wird. Was ich noch gelernt habe, ist, oder was als wichtig empfunden wird, unbedingt eine SSL-Seite zu haben. Also die Leute haben dann doch relativ viel geschrieben, dass sie davor zurückschrecken, auf einer Seite irgendeinen Bezahlvorgang zu tätigen, wenn sie keine SSL-Seite ist. Das ist aber relativ schnell und auch relativ kostengünstig zu machen mittlerweile. Und sie sind schon, also zumindest gut, ich habe sehr, sehr viele amerikanische Hörer. Ich weiß nicht, ob das so eine nationale Sache ist. Sie sind sehr auf Stripe und auf bestimmte Zahlungsmöglichkeiten schon eingeschossen. Also manche haben eine Lieblingszahlungsmöglichkeit und wenn man die nicht anbietet, dann schrecken sie eher davor zurück. Also ich habe daraus gelernt, dass ich versuche, die gängigen Zahlungsmöglichkeiten auch anzubieten. Also eben in dem Fall Stripe und PayPal und auch noch die klassische Banküberweisung, wo ich dann manuell gucken muss, ist das Geld auf meinem Konto? Wenn ja, schalte ich es frei. Genau. Habe ich geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Wunderbar. Ich danke euch erstmal. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ich bin aber heute auch den ganzen Tag, ich bin heute die Schlüsselfee für den BR. Das heißt, ich habe alle Schlüssel und bin auf jeden Fall die Letzte, die hier abschließt. Ihr könnt mich gerne auch draußen anquatschen, wenn ihr jetzt erstmal zum Essen gehen wollt. Dankeschön.